Hallo ihr Lieben und willkommen in der Spielematrix. Heute möchte ich euch zwei Comics vorstellen, die perfekt zu Halloween passen. Und zwar haben wir hier Lenore von Roman Dürge. Und das ist Band 1 und Band 2, Kopfnüsse und Hirnrisse. Kopfnüsse ist Band 1 und 128 Seiten lang, ist bei Panini erschienen, alle beide. Und ist eine Softcover-Qualität, die ist ziemlich dick, die Seiten, die sind schön glänzend. Und der Zeichenstil, der erinnert mich so ein bisschen an Tim Burton. Und die sind aber erst ab 16 Jahre geeignet. Also die Zeichnungen sehen ja ziemlich naiv kindlich aus, aber der Comic hat es schon in sich. Die sind ziemlich brutal, die Szenen, makaber, skurril und sehr, sehr düster. Ja, hier ist jetzt Band 2. Ich zeige euch einfach mal hier so der Cover. Wenn man den so aufschlägt, damit ihr da eine Vorstellung von habt, wie das ungefähr innen aussieht. Es ist an Edgar Allan Poes Lenore, an das Gedicht angelehnt, die Comics hier. Und teilweise sind die auch in Gedichtsform verfasst. Also wer einen ziemlich düsteren Humor hat und auf düstere, bizarre und skurrile Comics steht, der ist mit dem Comic bestens bedient. Die Serie von Lenore, die gibt es übrigens schon seit 14 Jahren. Und hier in dem ersten Band sind die ersten vier Comics zusammengefasst. Zu kaufen gibt es den momentan, glaube ich, noch auf Amazon. Ich weiß nicht, ob man den überall noch bekommen kann. Auf jeden Fall sehr schwarzer Humor. Und wie gesagt, perfekt für Halloween. Habt ihr auch irgendwelche Halloween-Comics oder Bücher, die ihr total toll findet, dann schreibt es mir da unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis bald!